andere Richtung rudern? Warte mal. Mir unser Schiff zum Wackeln gebracht habt. Oh, scheiße. Was hast du denn da? Ja, mein, ich ruder zum ersten Mal, verdammt. So, warte. Jetzt. Hier ist sogar eine Ruderboot-Truhe. Wir müssen nach Leute, hier oben gibt's was zu untersuchen. Habt ihr das nicht gesehen? Nee, was? Wo? Hier liegt so ein Typ mit so einem Amulett. Echt? Warte mal. Wo? Wo denn? Ganz oben oder halb oben? Ganz oben, da wo auch dieses Hai-Maul-Dings ist. Wir kommen. Das habe ich nicht. Ich bin nicht so hoch gelaufen. Da wo. Du meinst da, wo dieses Hai-Maul ist? Da war ich aber. Da habe ich nichts gesehen. Das habe ich wohl dann übersehen. Es war aber auch dunkel. Und es war laut. Müssen wir eigentlich dieses Geschichtendings jetzt noch aktivieren oder sowas, damit wir Beiboote finden können? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Bin ich hier Profi? Wo war denn jetzt das zum Untersuchen? Beim Haimaul? Hier so? Ich finde das Haimaul nicht mehr. Ah, da bist du. Da wird sich gleich jemand freuen. Ja, hier, guck mal, hier liegt einer. Du kannst das untersuchen. Ah, okay, wir müssen auf diese Amulette achten. Okay, alles klar. Hm. Der Grog dieses Piraten wurde vergiftet. Offenbar war dem Crewmitglied nicht zu trauen. Ja, Belobigung freigeschaltet. Mal. Das Schicksal von Old Corp. Ah, alles klar. Wir haben genau ihn gefunden. Direkt. Wir haben Old Corp gefunden. Also, wir zeigen das nochmal, wo wir... Moment, ich kann die Kanonenkugel gar nicht benutzen. Ach, weißt du was? Du meinst die Kanone selber? Weil ja. Da noch keine Kugel drin ist. Hä? Ladendaten. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind. Dann können wir das gleich mal klären. Was? Oh. Was war das denn? Mobbing. Ich hab mir vor allem das Bein dabei gebrochen. Oh nein. Also dann haben wir jetzt 1 von 5 Skeletten gefunden. Okay. Und lustigerweise das, was der hier im Live-Chat Riva 201 noch gesucht hat. Dann konnten wir ja sogar behilflich sein. Das ist ja der Wahnsinn. Also bei Devil's Thirst war das bei uns jetzt hier. Hat's bei Und dir zwar geklappt? Hier so. Da so war das. Da so. In dem Bereich da oben. Da. Ich sehe ein bisschen... Sieht aus wie eine Badekappe mit Pickeln drunter. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Ire. Die Iren, die marschieren. Ich habe ja auch ein grünes Stirnband, ne? Das sieht voll irisch aus. St. Patrick's Day incoming. War das nicht auch der Tag, wo man sich besauft? Besauft, genau, ja. Besäuft. Da besaufen sich doch dann die Iren am St. Patrick's Day und färben die Flüsse grün. Ist auch witzig. Wollen also wir den Felsen da? Für den Fluss nicht, aber... Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Insel jetzt ist. Ich weiß nicht, hast du nicht Südwesten, Osten gesagt? Südwesten, Osten. Hast du nicht Südwesten, Osten gesagt? Ah, zu weit. Abdrehen! Ich dreh doch schon total ab! Hallo, oh Felsen, Gott. Winke! Oh, Scheiße! Ich glaube, wir müssen schöpfen. Einmal Abdallah und dann geht's ab hier mit dem Wasser. Raus aus dem Schiff. Moment, da ist... Wo ist Loch? Kein Loch, okay. Wasser ist drin. Raus mit dir, Wasser. Was fällt dir ein, in unser Schiff einzudringen? So. X. Chaos, aber sowas von. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ist mein Chat irgendwie abgestürzt bei Twitch? Das letzte, was ich gesehen habe, ist Swagger, als er Chaos geschrieben hat. Ja, bei mir auch. Ebenso. Das ist irgendwie komisch, weil hat Riva das jetzt gesehen mit dem, mit der Insel? Ich hoffe, also... Die geht wahrscheinlich gerade hin. Vielleicht noch eine Rückmeldung geben, dass das funktioniert oder so. Wäre vielleicht ganz gut so für uns, dass wir wissen, dass wir geholfen haben. Huch, Gott, das war wieder so ein... Dass der Chat noch funktioniert. Und dass der Chat noch funktioniert, ja. Oder Wagga kann ja einfach mal irgendwas schreiben. Einfach mal, wir fliegen vor allem, wir fahren einfach mal kurz um die Insel rum oder auch nicht. Dann bleiben wir halt im Vulkanfeuer stehen. Die Insel ist ja nicht groß, und guck wir mal. Getroffen. Ernsthaft? Ich bin übrigens über Bord gegangen.
Ich habe nicht gesehen, dass wir getroffen deshalb wurden. Deshalb wollte ich um die Insel rum. Ah ja, Chat geht, okay, sehr gut. Wir waren gerade etwas verwirrt. Dann ist es gerade ganz knapp an uns vorbeigeflogen, das Ding. Ja, ist ein also halbes Fass. So, also wir müssen nach Amuletten okay, ausschauen. Ah! Und noch. Wer wirft denn hier mit Steinen? Ich krieg hier voll die Asche auf den Kopf. Da, sagt sie auf der Insel? Ja, Asche auf mein Haupt. Dann geh du auch noch mal auf die Insel für die Belobigung da. Ja, aber ich muss eben schöpfen, wir sinken gerade. Ja, ja, macht mal das dabei. Schiff heile. Das geht schon. Ich guck hier mal so ein bisschen rum. Ja, toll. Ah, das sind ja Sprengfass-Heinis. Zwei Stück und ich habe nur noch drei Schuss. Das war Nummer 1. Und Kabuff. Ich glaube, jetzt kannst du kurz auf die Insel gehen. Ich sehe hier übrigens nichts, was ich irgendwie aktivieren kann. Also hier scheint niemand zu sein. Aber keine Bananen Boot sind hier. Am Strand oder so? Nee, es ist nichts am Strand. Also ich habe nichts gesehen. Sagen wir es so. Vielleicht sollten wir doch mal zu dem Typen zurück. Na ja, gut, einen Skelettteil haben wir jetzt schon gefunden. Wo seid ihr denn jetzt? Ach, da hinten. Ja, ich meine für die Beiboote. Könnten wir natürlich damit wir tun, halt ja. Auch nicht immer an die Insel so nah ran müssen. Das beginnt schon wieder alles. Ja, ich merk's auch im Schiff sogar. Ein Erdbeben, ein Erdbeben. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Das ist auch gut bei Navi. Kalt ist mir, aber sonst alles gelöschter Link bei dir. Hä? Warum gelöschter Link? Ich verstehe das immer nicht. Was ist denn da wieder los? Sie hat gut geschrieben. Oh Gott, was ist denn da wieder los im Chat, ey? Das gibt's ja gar nicht. Mit einem Punkt wahrscheinlich. Ach Gutpunkt so. Ist wahrscheinlich ein Link oder so, wer weiß. Gutpunkt.de oder was? Keine Ahnung. Der Kartentisch wackelt. Alles wackelt. Es ist ja auch ein Erdbeben. Da wackelt's halt dann, auch mal. Sollen wir nochmal zu dem Typen hoch, oder? Können wir machen, ja. Wir versuchen es einfach mal. Wir können ja inzwischen halt am Außenposten einlegen und mal die Sachen wegschaffen, die wir jetzt haben. Weil wir haben jetzt ja schon einiges gefunden. Dann können wir auch mal gucken, wie viel diese Kiste mit den Kristallen wert ist hier, die Mineralien. Außergewöhnliche Mineralien, das klingt ja schon sehr außergewöhnlich. Genauso wie die aschgraue Kiste des Plünderers. Das soll ja alles angeblich mehr Geld bringen. Niemals. Ich habe auch gelesen, dass es hier so Handelsdinger gibt. Mit Waren. Wenn die Qualität von den Waren gut ist, gibt's mehr Bezahlung. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Du meinst, für Scheißwaren gibt's keine Bezahlung? Ja. Ich habe schon überlegt, ob sich die Qualität der Waren verschlechtert, wenn man draufkotzt. Oh, dann haben wir ja schlechte Karten, dann kriegen wir ja nie Geld. Ich weiß aber nicht, ob das für die Kiste auch zählt oder ob das besondere Missionen sind. Oder vielleicht kommt das auch erst. Keine Ahnung. Nichts Genaues weiß man nicht. Also ich würde ja schon das Beiboot einfach feiern, wenn wir das heute noch kriegen. Das wäre richtig geil. Ja. Könnte natürlich wieder sein, dass es wie immer ist, dass wir dann erstmal nochmal rumgurken müssen hier auf der neuen Area. Und dass wir es dann vielleicht irgendwo dann finden. Man weiß es nicht. Die sicherheitshalber fahren wir nochmal zu dem Typen zurück. Vielleicht können wir ja eine Quest triggern. Und wir fahren auf den Totenschädel zu. Ist viel besser. Viel zu ruhig hier. Was? Ruhig? Wir? Das klingt alles viel zu gerade, wenn ihr mich fragt. Da ist was dran. Das klingt alles viel zu unlustig. Welche Insel ist denn jetzt der Außenposten? Da die mit dem Spikes oder die links von uns? Rechts von uns. Rechts von uns, die mit den Spikes. Ja genau, rechts von uns. Sag nicht, ich muss jetzt nüchtern sein. Nein, keiner muss hier nüchtern sein. Seit wann müssen wir hier nüchtern sein? Ich? Ich will aber nicht, ich will auch. Der Steuermann ist weg. Oh, das wackelt hier schon wieder alles. Ach nee, ist der Alkohol. Oh Gott. Lass jetzt nonstop pfeifen. Oh.
Das klingt wie die Titelmelodie von Akte X. Mysteriös ist es, ja. Oder wie so ein Geist, der durchs Bild fliegt. Ja. Oh, das ist echt wie so diese Horrormusik aus den 50ern so. Ah, oh, das ist so wie, oh Gott. Das ist eklig einfach nur. Das ist einfach nur eklig, wenn ich das mal sagen darf. Aber irgendwie, ich breche viel zu wenig. Wir fahren vorbei. Links von uns ist die große Insel. Oi, links? Ach nee, ich drehe ja nach rechts. Links! Hä, links von uns ist die große Insel? Da ist überhaupt nichts. Wo ist denn da was? Ganz weit links. Da hinter uns irgendwo links. Wir haben uns im Kreis gedreht. Geht. Sagt der Richtige hier. Das war nur eine Reaktion. Ihr habt gedacht, hier würden nur die Vulkane speien. Ich komm nicht mehr hoch. Wunderschöne Musik machen wir hier. Oh Gott, wenn's da. Oh, fahr ich jetzt richtig? Kann mal jemand das verifizieren? Aber wir sind wieder nüchtern. Oh, scheiße. Nein, ich noch nicht. Geradeaus. Kleines Stückchen rechts. Ach, da! Das müsste jetzt da vorne die große Insel. Das ist der Outpost, ja. Da mit dem Turm, der, okay. Da ist ein Schiff. Vollgas da rein hier. Die haben keine Segel, die haben weiße Segel, die können nix. Ja, versenken. Nein, wir greifen die jetzt nicht an. Oh Gott, diese Weicheihaftigkeit hier. Nein, wir dürfen das nicht. Dann werden wir wieder angezählt auf YouTube. Dann schreibt wieder einer in die Kommentare, ihr seid so doof und so fies, dass ihr immer die Einzelspieler wegschneckt am Hafen, wo man nicht kämpfen darf. Wir wurden gerade vom Dreimaster angegriffen. Dann ist er geflohen. Also wer da meckert, den schieße ich auch ins Gesicht. Guck mal, die raffen ihr Segel. Wir gucken mal, was die machen. Oh Gott, die haben uns angeguckt. Die haben uns provoziert. Wie in der U-Bahn, ne? Er hat Tag gesagt. Hier, warte mal hier. Kann mal einer übernehmen? Ja. Ich muss mal reden. Okay. Ja. Mein Sinn! Wir sind friedlich! Oh nein, hat er das echt gesagt? Ja, hab ich. Ach Mann. Jetzt müssen wir uns auch dran halten, so. Ich nicht. Doch. Du gehörst so cool, du musst dich auch dran halten. So, Anker. Ankern. So, jetzt ist Teil der Crew. So, ich verkaufe mal direkt die Mineralien. Vitamine und Mineralien. Nimm die Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Bezahle ich in Naturalien. So, Moment. Eine Billo-Kiste, aber es ist eine Kiste. Bei wem verkaufe ich das jetzt eigentlich? Beim Handelspost. Der ist unbesetzt. Hier ist niemand am Handelsposten. Tja, das Amt. Ja, ich glaube, wir müssen die kleinen Handelsposten tatsächlich suchen oder so. Hm? Bei der Waffenhändlerin zum Beispiel gibt es Krabben- und Krakenwaffen. Krabben- und Krakenwaffen? Kann man das essen? Boah, der Vulkan ist explodiert hier auf der Insel. Oh ja. Ich bleib im Haus. Tschüss. Oh! Oh. Die sehen gar nicht mehr so schlecht aus, die Waffen, die sie da haben. Hohoho! Hohoho! Wow! Ich bin tot, auf dem Schiff getroffen. Und nein, ernsthaft? Ja. Oh, scheiße, ich bin auf dem Schiff gleich. Das geht doch sonst ganz schnell unter. Oh, scheiße, es wird die ganze Zeit getroffen. Ich muss schnell wieder raus, Ja, ich darf auch nicht mal mehr hier mit den Leuten reden. Oh Gott, es geht unter, glaube ich. Es sinkt. Oh ja, es sinkt sowas von. Es sinkt, lalala. Scheiße. Ich krieg Schaden im Wasser? Ja, das habe ich
Ah! Heiß! Bitte keinen Stein auf den Kopf. Bitte keinen Stein auf den Kopf. Ich hab Kotze im Eimer, das muss erst weg. Ja, ich mach mal hier Reparaturaktion. Aua, scheiße. Holy! Ha! Ja, da habe ich gerade repariert. Was soll das denn? Oh, scheiße. Wir sinken gleich. Alles das gut. Das Wasser ist zu sah heiß. Schon mal schlimmer aus. Ich krieg Schaden in dem Wasser hier. Stimmt. Oh, nein. Alter. Mach Sachen. Wasser raus. Bananen werden hier echt überlebenswichtig in diesem Biom. Das Vulkanbiom. Ich will dafür, wir hauen hier ab, ehrlich gesagt. Ah! Ich wollte aber nochmal bei der Frau shoppen gehen. Nein, nicht shoppen jetzt. Shoppen machen wir zum Schluss. Haben wir das Ruder umgeschlagen? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Nein, schlagen. Scheiße. Nach Nordwesten müssen wir wieder. Nordwesten, okay, links. Weiter drehen. Immer drehen. Heißes Wasser, weg! Weiß ich, ich hab heißes Wasser. Segel runter. Müssen hier weg. Segel runter. Gut. Weg. Oh shit. Wir müssen in Bewegung bleiben, dann kann er uns schlechter treffen. Ein bewegliches Ziel kannst du nicht treffen. So, dann würde ich doch mal sagen, einmal Anke. Irgendwie glaube ich nicht, dass hier viel ist. Warum versuche ich es überhaupt? Das ist ein Skelett mit einem Sprengfass im Wasser. Ernsthaft? So. Direkt am Strand. Stralalalala. Irgendwas. Und das will zu... Monster! Nein, meine Bananen. Ich muss die wenden. Oh, scheiße. Nein, unser Schiff ist getroffen worden. Oh Gott, volle Breitseite. Ich bleib mal auf dem Schiff, ne? Guck mal, ob da irgendwas Wichtiges ist. Tatsächlich, die Kiste, die Lonze hier gefunden hat, die sieht irgendwie sehr sauber aus. Die andere war irgendwie nicht ganz so sauber. Bananenkiste. Da sind aber keine Bananen drin. Hier schreibt gerade jemand, hi, kann mir jemand sagen, wo ich Ruderboote finde, war jetzt schon bei 3 Inseln. Naja, 3 Inseln sind wahrscheinlich nicht genug, ist jetzt meine Vermutung. Oh Gott, wie viel Wasser hier schon drin. Ja, wenn wir eins hätten, dann würden wir selber nicht schwimmen. Ja. Wir wissen es noch nicht genau, wir sind auch noch am überlegen. Wenn ihr das auf YouTube sehen solltet später, dann habt ihr es wahrscheinlich schon längst rausgefunden. Wir machen das hier gerade live mit den Zuschauern zusammen, quasi könnte man sagen. Und da wissen wir das natürlich alles noch nicht. Das heißt, wir erspielen uns das jetzt gerade alles. Nur so als Hinweis. Das heißt, wenn ihr uns dann auf YouTube schreibt, wo das zu finden ist, dann haben wir es sicherlich schon dann in der nächsten oder übernächsten Folge gefunden. Gehe ich mal schwer von aus. Also wir versuchen jetzt gerade auch mit dem Live-Chat zusammen diese Mysterien des neuen Contents hier aufzuklären. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. So, haben wir noch Löcher? Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Wir hätten bestimmt schon alle Kenntnisse gefunden, wenn wir die Leute alle angegriffen hätten, die da waren. Und alle ja, genau. Die hätten dann geredet. So. Wir wissen alle, rede! Rede! So, diese Verhörmethode. Rede! Genau so. Hier ist gerade wirklich ein Skelett an einem Geysir explodiert. Habt ihr jetzt da was gefunden? Ah, nein! Sah der also nicht, okay. Schon immer so aus da, dieser komische blaue Mond. War das nicht vorhin noch ein Blutmond gewesen? Da gucken wir das, wie der aussieht. Der sieht aus wie so ein, weiß ich nicht. Hier ist ein Typ mit so einem Amulett. Ah, doch, wieder. Okay. Hier. Hilfe, wo? Ah, da. Ah, ja. Ich versuche gerade den Geysiren auszuweichen, damit sie mich nicht töten. Auszuwichen, hätte ich beinahe gesagt. Untersuchen. Schwer zu sagen, wie diese arme Seele ums Leben kam, aber offenbar war sie hier gestrandet. Wer lässt einen Piraten zurück? Belobigung freigeschaltet. Das Schicksal von Hetzibar Jones. Ich brauche Bananen. Schnell essen. Gibt's hier überhaupt Alter. Noch irgendwas? Nur den Tod. Geh wieder ans Schiff. Boah, die Sonne sieht auch geil aus, schon wieder da. Da ist gerade was explodiert. Ja, schnell weg, wir haben das, was wir haben wollten und ich würde sagen, mehr brauchen wir nicht. Ja, gut, dass wir hier angehalten haben. Aber wieder kein Ruderboot oder so. Die Ruderboote sind auf irgendeiner Insel. Ich hatte Glück und habe sie bei einer der ersten, die ich befahren habe, gesehen. Es muss aber nicht unbedingt die neuen sein. Ach so, es kann überall sein, na toll. Wir haben ein Loch.
Ah! Ich höre es plätschern da drin. Wo? Wo denn? Irgendwo hat es ein komisches Geräusch gemacht. Hören tue ich auch was. Ich hab, nee, hier ist kein Loch. Es ist definitiv kein Loch drin. Alles repariert. Nee. Und es ist auch aber kein Wasser drin. Ja, wenn ich höre es nicht, nee. Ich höre gar nichts. Okay. Die Wellen am Bug. Das ist vielleicht, wir müssen weiter nach Nord. Ja, ich mach den Anker hoch. Ich mach Anker hoch. Spielbär Stuntman bei Subnautica, geprüfter Stuntman. Ja, aber sowas von. Ich bin der einzige Stuntman in Subnautica, weil in Subnautica gibt's ja auch nur einen, so. Also da läuft dann einer rum. Was? Moment, warum hat er denn nach links, nach rechts eingeschwenkt? Ich hab doch schon nach links gedreht, damit wir nicht auf die Insel fahren. Ich geh mal durch. Ach Mann! Ich hab doch schon nach links eingeschwenkt. Wie die ganzen Skelette jetzt hier rauskommen. Na toll. Na, wir haben ja genug Bretter. Au. Jetzt hab ich mir schon gedacht, dass wir rechts nicht rumkommen. Aber wir haben kein Loch, lol. Alles ist gut. Aber wir fahren auch irgendwie nicht. Weil die Segel oben sind. Runter damit! Sagte der Arzt zum Patienten. Oh Mann. So, was? Nach Nordosten? Westen. Westen. Nord, Nordwest. Tja, also ich glaube, wir können jetzt schon mit Fug und Recht behaupten, dass sie sich wieder mal mit dem Content-Update echt ins Zeug gelegt haben. Also, es sind echt wieder ein paar witzige Ideen drin. Und das mit den Geysiren, dem Vulkan und so, ist schon echt geil gemacht, kann man nicht anders sagen. Wahrscheinlich wird es uns auf Dauer dann nerven eher, wenn wir dann da immer rumlaufen und in die Höhe geschossen werden. Aber jetzt so ist es eigentlich ganz witzig. Das Boot ist bald ein Schweizer Käse. Darauf läuft es immer hinaus, tatsächlich. Oh, ich sollte mir nochmal Bananen einstecken. Ich glaube, ich habe keine mehr. Gott sei Dank haben wir auch genug Bananen! Das ist echte gesunde Ernährung hier. Low Carb und so. Man muss auch mal Alarm schlagen, auf jeden Fall. Finde ich auch. Gibt's jetzt nicht irgendwie so den Leib Christi oder sowas? Den Leib Spielbär gibt's höchstens. Naked. Wobei Ritzi wahrscheinlich jeden Menschen essen würde, wenn er richtig zubereitet. So, ich bin mal gespannt, wann wir das Ruderboot dann finden, in wie vielen Jahrhunderten. Am Ende des Streams sitzen wir alle verzweifelt am Strand mit so einem Wrack zwischen uns und schlafen dann da drin. Ach, wir haben auch ein Ruderboot, das ist jetzt unser, das nehmen wir nicht mehr her. So ein abgefracktes, abgesoffenes Ruderboot, genau. Wir haben bisher immer alles gefunden in den Streams. Wir haben bei dem Megalodon-Update haben wir die Megalodons gefunden. Bei dem Skelettschiff-Update haben wir auch die Skelettschiffe gefunden. Und, ja, wir haben, und die Seejungfrauen-Statuen, die haben wir auch gefunden. Also wir haben bisher immer alles gefunden. Da werden wir dieses verdammte Rettungsboot doch wohl auch finden, oder nicht? Nein. Aber ganz schön eintönige Ernährung. Ja, es stimmt schon. Ne? Wie ist es eigentlich, wenn man sich nur von Bananen ernährt? Das Verstopfung. Ach, deswegen muss man in dem Game nicht gucken. Stimmt, ne? Deswegen kommt alles oben raus. Deswegen müssen die auch so viel rumtrinken, oder Krog in dem Fall, damit die immer sich regelmäßig erbrechen, damit der Magen wieder frei wird. Das ist die wahre Herausforderung des Piratenlebens, ey. Die Verstopfung bekämpfen. Tja, ihr habt das zuerst gehört, das Geheimnis von Sea of Thieves. Warum kann man in dem Spiel eigentlich nicht kacken? Wo man doch in jedem guten Spiel heutzutage kacken kann. Ark, Scum, Fortnite. Also wo muss ich jetzt hin? Um die Insel herum. Und um dann die Insel herum. Nach rechts quasi, Nordosten. Alles klar. Rechts in Osten.
Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Nein, nein, ich darf die Witze machen. Ich muss das nochmal ganz klar sagen an der Stelle. Ja, ich bin selber Ossi. Ich darf mich darüber lustig machen, über den ganzen Wahnsinn, der da momentan abgeht. Ich darf das. Hey, ich habe was gefunden. Du hast was gefunden? Ah, eine Mission. Und eine gebrochene Knochenkugel. Und Ritzi findet schon wieder die krummen Töne hier. Moment mal, ist da ein Ruderboot am Strand? Ja, ich wollte gerade sagen. Da ist ein Ruderboot. Wir haben es gefunden. Ja, ein funktioniertes. I shit you not. I shit you not. Wir haben es. Und da haben wir gerade noch drüber gesprochen. Anke, Anke, wir brauchen Anke. Wir haben es. Ich hab über Bord gekotzt da. Und da ist, glaube ich, noch eine Kiste. Eine Kiste hinten. Auf dem Schiff da drüben ist auch noch ein Sprengfass und eine Kiste, genau. Scheiße, das neue Biom. Haha! In Ruderboot klettern! Ruderboot-Truhe? Das hat eine Truhe, lol. In Ruderboot setzen. Und jetzt? Was kann ich jetzt da machen? Ich habe keine Ruder. Wie soll ich denn... Na, sag jetzt nicht, man muss die Ruder auch noch extra finden, ey. Das wäre natürlich der Kracher, ey. Die liegen am Strand vielleicht. Oder wenn ich mich jetzt hier hinsetze? Ich versuche gerade rüber zu... Ah, wenn ich mich auf den Rudersitz setze, dann kann ich... Oh, wie mache ich das jetzt? Ah. Mit D kann ich drehen... Mit A und D kann ich drehen, so ein bisschen. Sieht man das, ja? Wie ich da drin sitze? Ja, ne? Natürlich sieht ja, man das. Ja, aber bei mir dreht sich alles. Ich kann aber, wenn ich W und S drücke, passiert nichts. Was muss ich denn machen, um... Wahrscheinlich abwechselnd rudern. Meinst du? Ach so. Gleichzeitig. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Stimmt, das ist wie richtiges Rudern. Das ist ja lol. Das ist ja lol, vor allem. Und man muss auch so ein bisschen gedrückt halten und so richtig durchziehen. Das ist ja geil. Das ist ja lustig. Das ist ja wie echt, das fühlt sich echt wie Rudern an, lol. Jetzt links und rechts und links und rechts. Das ist cool gemacht. Können wir Lone Star abholen? Wo ist denn Lone Star? Ich sehe Lone Star nicht. Ich hab eine Kiste. Am Strand. Ja, warte. Was passiert eigentlich, wenn ich unser Schiff ramme? Es quietscht. Lass das. Ja, das passiert gleich sowieso. So plupp weg. Okay, kann ich in die andere Richtung rudern? Warte mal. Wie ihr unser Schiff zum Wackeln gebracht habt. Oh, scheiße. Was hast du denn da? Ja, mein, ich ruder zum ersten Mal, verdammt. So, warte. Jetzt. Hier ist sogar eine Ruderboot-Truhe. Ja, habe ich doch gesagt schon. Hier passen 4 Leute genau rein. Perfekt. Das ist cool gemacht mit dem Ruderboot. Das ist cool gemacht. Ein Geisterschiff, Vorsicht, Sand. Ups. Toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Habe ich es kaputt gemacht? Oh, scheiße, guck mal, da gucken welche. Kann das ich die ist Kiste hier unser rein? Boot. Wahrscheinlich kannst du es da ablegen oder so. Wie ihm die Hälfte von seinem Schädel weggeschossen habt. Kann man das jetzt noch benutzen? Ruderboot anschieben. Ah. Aha. Rudert du kannst mal, die Laterne an und aus machen. Rudert mal einer von euch. Warte, ich. Aber ich will das auch mal sehen. Komm hier nicht hoch. Blöd. So. Okay, was muss ich tun? Warte mal, ich will das mit mal von A außen sehen tatsächlich. Mit deinem Haken vor allem. Okay. Ja. Ach, ich kann es auch anschieben, während ihr drin sitzt. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Ja, genau, jetzt so. Ja, wenn du nur eins machst, dann drehst du und so. Row, row, row your boat. Mehr drehen. Das sieht irgendwie aus, als wäre das so eine Wissenschaft. Ja, das ist schon gar nicht so einfach. Man muss erst mal drauf klarkommen, definitiv. Muss das Geschwindigkeit haben, bevor man lenken kann? Es ist echt gut gemacht, die Mechanik, muss man mal sagen. Also, ich sollte dazu noch mal hinzufügen, ich bin in meinem Leben schon mal mit dem Ruderboot gefahren, ja? Also schon mehrfach. Wir müssen es hinten dranhängen, oder? Wie nehmen wir das jetzt eigentlich mit? Gute Frage. Wir müssen es befestigen. Aber wir sind nicht an der Rückseite des Bootes. Okay. Aber ich habe hier auch keine Option, um irgendwas zu machen. Ja, wir hängen so ein bisschen dran, so, ne?
Kannst du noch weiter ein bisschen? Ja, ja, ich will ja einmal hoch. Ich schau mir das mal von oben an.